Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Knights and Dragons German. Ich habe Folgendes heute vor. Ich habe hier das Problem, dass ich meine Rüstung eigentlich leveln will, aber die ganze Zeit sind meine Slots besetzt und vom Level her 76, brauche ich auch noch ein bisschen, um da das Maximum zu erreichen an möglichen Rüstungsslots. Und da habe ich mir gedacht, könnte ich ja eigentlich mal gucken, ob ich hier vielleicht ein bisschen was kombinieren kann. Problem ist, ich habe mir jetzt diesmal vorher gar keine Liste gemacht und überlege auch gerade, ob ich das vielleicht hätte tun sollen. Ich habe mal wieder viel zu viele Luftteile hier. So, schauen wir mal. Hier könnte ich zum Beispiel jetzt nur einmal fusionieren. Da wurde mir nahegelegt, ich soll doch den Swamp Shaman Robes mit dem Dark Prince Royal Armor probieren. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Ich meine, wir haben 29 mögliche Fusionen offen. Schauen wir doch einfach mal, was dabei rauskommt. Und zap, zap. Was kommt raus? Was auch immer. Ist das der Assassin's Shroud? Oh, das finde ich ja cool. Ich mag ja die Rüstung eigentlich total. Sie hat jetzt nicht die besten Werte oder so. Ich glaube, nicht mal ganz 1000, wenn sie hochgelevelt ist. Aber eigentlich finde ich die voll cool. Und jetzt sehe ich auch endlich mal die weibliche Form der Rüstung, weil ich hier ja diesen Eid auf weiblich gestellt habe. Erklärung dazu habe ich ja schon mal gegeben, dass meiner Meinung nach weibliche Charaktere in den meisten Spielen vielen Hilfe zuteil wird, weil die von den männlichen Spielern dann immer unterstützt werden. Ja, Tatsache, da habe ich meine zweite Assassin's Shroud. Ja, finde ich jetzt nicht das Schlechteste. Gut, dann schauen wir jetzt mal, ob man noch ein bisschen mehr kombinieren können. Ich weiß noch nicht, ob ich sie behalten soll, weil ich habe ja jetzt hier schon eine Assassin's Shroud, die ich schon relativ hoch habe. Weil das halt schon eine coole Rüstung ist. Muss man schon sagen. Ja, was mich ja ein bisschen ärgert, ist halt, dass diese drei Sternrüstungen hier, dass die alle die gleichen, also alle Mystik haben oder, das nervt irgendwie. Finde ich ein bisschen gemein von Kree gemacht, dass die halt alle so unkombinierbar sind, sage ich jetzt mal. Gut, was könnten wir? Wir könnten zum Beispiel Horseman's Battle Gear könnten wir mit Assassin's Shroud machen. Dann könnten wir die Aegis mit der Witch Robe machen. Wir könnten die beiden nicht miteinander, aber Cloud King's Finery könnten wir zum Beispiel mit der Aegis of the Fallen fusionieren. Weil hier muss ich sagen, die ist ja eigentlich von den Werten her nicht schlecht. Mal schauen. Hier die Fusions. Nee. Ja, gut. Die mit der. Vielleicht die Feuer. Den Assassin's Shroud behalten. Weil ich habe mir nämlich überlegt, ob ich vielleicht die Witch Robe behalte, weil ich habe ja relativ viele Luft. Genau, dann machen wir das doch so. Dann machen wir doch die Assassin's Shroud mit dem hier. Die Feuer machen wir mit hinten der Mystik und das mit dem. Gut, also das hat man gesagt. Ja, Use Armor. Nein, möchte ich nicht anbehalten. Und da wollten wir jetzt die Feuerarmor für benutzen. Mal gucken, ob wieder eine Blazeborn rauskommt, weil ich habe mir sagen lassen, bei Feuerfusion hat man die Möglichkeit, eine Blazeborn zu bekommen. Was ist denn das? Top to continue. Ruby Blade Mail. Oh, eine andere Mono-Feuerrüstung. Auch von den Werten her jetzt nicht so hoch, wie ich es gerne haben würde. Ich frage mich later. Machen wir erstmal weiter. Ja. Mal schauen. Also, wir haben gesagt, die
Assassin's Shroud mit Horseman. Und hier hinten haben wir dann noch die Cloud's Finery mit Aegaeus of the Fallen. Wobei man jetzt hier auch schon sieht, ich meine, gut, die Verteidigung von Aegaeus of the Fallen ist nicht schlecht. Aber vom Angriff her ist hier die Ruby Blade Mail. Achso, die ist auch schon Level 9. Sehe ich jetzt erst. Auch nicht so gut. Gut, okay, also erstmal Luft mit hier Mystic und ja, möchte ich benutzen. Mit dieser Luftarmor ganz hinten. So, da haben sie. Was haben wir da hinten? Feuer. So. Ja, drückt mal die Daumen. Ich meine, es wäre vermessen, jetzt zu hoffen, dass es wirklich. Oh, das ist die Barbarian Battle Gear. Genau, kenne ich doch. Die ist wohl auch nicht so schlecht, aber auch nicht wirklich gut. So, schauen wir mal weiter. Luft und Feuer wäre zumindest für mich leicht zu leveln, weil ich halt gerne die oder viele von den Feuer. Von den Luftrüstungen habe. Genau, da haben wir hier die Barbarian Battle Gear. Oh Mann. Mit Level 11 hat sie halt nur 370. Das ist jetzt auch nicht so viel, wie ich das gerne gehabt hätte. Schade. Ich könnte die eigentlich dann noch mit der Soul Shard Raymond. Vielleicht. Ja, muss ich mir noch überlegen. So, dann hat man gesagt, den Assassin's Shroud. Auch wenn mir das Herz irgendwo dabei blutet, aber ich habe schon eine und eigentlich unter 1000 wollte ich keine Rüstung mehr hochpowern. Weil, ja, ich ja eigentlich auch starke Rüstung haben möchte. Horseman's Battle Gear. Also die Plus-Rüstung werde ich auf gar keinen Fall dieses Mal erreichen, deswegen denke ich mir mal, kann man auch diese Rüstung jetzt hier hinfällig. Ah, na gut. Einfach mal probieren. Gucken, was dabei rauskommt. Ach, diese Erdrüstung. Na gut, da haben wir doch schon wieder was zum Fusionieren. Die Mountain Wine Shroud. Ach ja. Hätte ich gehofft, dass es besser läuft, aber gut, ups. Also, was haben wir jetzt hier alles noch zu fusionieren? Wir haben hier eine Erdrüstung, eine Monofeuerrüstung. Dann haben wir hier noch eine Feuerluftrüstung. Ich denke, dann werden wir doch mal hier Erde mit Monofeuer fusionieren und einfach mal schauen und hoffen, dass es was wird. Noch haben wir ja ein paar Fusionssteine. Genau genommen jetzt noch 24 nach dieser Fusion. Ach ja. Ja. Was ist denn das jetzt? Armor of the Infernal Lord. Gut, die kommen natürlich auch gleich wieder in den Topf. Oh Mann. Ich habe mich ja beim letzten Mal aufgeregt, dass von 4 Versuchen nur einer zu einer Epic geführt hat. Ich habe mich jetzt belehren lassen, dass das eigentlich ein sehr guter Schnitt ist. Dass ich mich bloß nicht darüber aufregen soll. Tue ich mich aber trotzdem. So. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, ich werde den Rockfeather nehmen. Davon habe ich 2. In der Hoffnung. Könnt ihr mal noch Feuer suchen. So, da ist er. Man kann natürlich auch 3-Sterne-Rüstung mit 4-Sterne-Rüstung fusionieren. Da werde ich nachher nochmal überlegen. Irgendwie drehen wir uns im Kreis. Ja. Schauen wir mal. Da werde ich jetzt die Barbarian Battle Gear mit den Mountain Thief Shroud mal probieren. Luft. Naja, mal schauen. Da waren es nur noch 22. Ja, yippie! Da sind wir wieder bei der Ruby Blade Mail. Ob es vielleicht auch daran liegt, dass man ein bestimmtes Level haben muss, um da was zu bekommen, ich weiß es nicht. Aber ich freue mich ja jetzt echt wie ein Schneekönig, dass zumindest das letzte Mal es beim ersten Mal super funktioniert hat. So. Sehr viel weiter komme ich nicht, aber die Ruby Blade Mail
Ja. Halte ich die jetzt zurück oder versuche ich es mit einem Spectral Captain? In der Hoffnung, dass vielleicht noch irgendwas Tolles rauskommt. Versuchen wir es doch mal. Eigentlich wollte ich auch eine schöne Wasserfeuerrüstung, wäre auch nett gewesen. Also, was mit zum Beispiel die, wie heißt sie? Flamehunters Garb, fände ich ja ganz nett. Habe ich auch schon eine von. Das ist doch Steam Wizard. Oh Mann. Wie tief kann es denn noch gehen? Ich glaube, das waren jetzt auch alle meine möglichen Fusionen. Olla die Waldfee. Beim letzten Mal so viel Glück und jetzt so viel Pech. Nochmal gucken. Eigentlich könnte ich die jetzt noch zusammenbringen und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Oh Mann. Ja. Ich beschwere mich nie wieder, dass nur eine von vier funktioniert. So. Okay, zumindest jetzt vom Outfit her kenne ich es noch nicht. Star Song Shroud. Okay. Haben wir da noch irgendwie jetzt eine Möglichkeit? Star Song Shroud hört sich zwar nett an. Ach, das ist die da. Die habe ich schon mal gesehen. Da haben die dieses große Baretthütchen auf. Ich glaube, die behalte ich einfach mal. Und weil ich halt auch keine der anderen beiden damit fusionieren möchte und auch diese Dreier nicht da drauf hetzen möchte. Sehr, sehr interessant. Ja, muss man dann mal überlegen, vielleicht, was man da macht. Gut, das war jetzt zumindest schon mal wieder der Versuch. Ihr seht, es geht auch anders. Man kann es auch schaffen, keine Epic rauszubekommen. Platz habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr und kann wenigstens wieder schön meine Rüstungen produzieren, um dann halt auch hier die Sachen hochzumachen. Ich denke, die Witch Rope hat es vielleicht sogar verdient, dass ich die noch ein bisschen ausbaue. Mal schauen, was wir hier so alles noch so haben. Gut, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine schöne Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt einfach nur mal ein Kurzschlussaufnahme, weil, wie gesagt, ich den Platz brauchte und ich dachte, wenn jetzt was Gutes dabei rauskommt, dann habt ihr es gesehen. Wenn was Schlechtes dabei rauskommt, habt ihr es auch gesehen und bemitleidet mich vielleicht ein bisschen dafür. Gut, also, bis dann, euer Eid.